Auch bei der AfD gibt es eine Personalie. In Sachsen-Anhalt hat der umstrittene Landes- und Fraktionsvorsitzende Pockenburg angekündigt, beide Ämter aufzugeben, und zwar zum Ende des Monats. Grund sei das bundesweite Echo auf seine Rede am Aschermittwoch. Mit dem Rückzug wolle er Druck von der Partei und von der Fraktion nehmen. In der Rede hatte sich Pockenburg extrem abfällig über in Deutschland lebende Türken geäußert. Als André Pockenburg am frühen Vormittag in den Magdeburger Landtag kommt, wollen er und Fraktionskollegen Meldungen über seinen bevorstehenden Rücktritt als Fraktions- und Parteivorsitzender in Sachsen-Anhalt noch nicht bestätigen. Wir klären alles dazu heute im Laufe des Tages auf, aber dann bitte richtig. Warten Sie mal ab, was alles noch so preisgegeben wird, und dann sind Sie bald auch viel schlauer. Doch während er im Landtag sitzt, meldet seine Fraktion, dass André Pockenburg zurücktreten wolle, um Druck von der Partei und Fraktion nehmen zu können. Druck, der auch nach diesem Auftritt am Aschermittwoch aufkam. Ein Verbalangriff auf die türkische Gemeinde in Deutschland. Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch. Diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören. Weit, weit, weit. Hinter dem Bosporus, zu ihren Lehmhütten und Vielweibern. Hier haben sie nichts zu suchen und nichts zu melden. Punkt. In der Fraktion gibt man sich am Vormittag einsilbig. Auch zur Rede Pockenburgs am Aschermittwoch sei alles gesagt. Da ist ja oft diskutiert worden, dies war nicht in Ordnung, und dazu haben wir uns auch positioniert. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll die Fraktion Pockenburg in einer geheimen Sitzung das Misstrauen ausgesprochen haben. Dem widerspricht die AfD. Pockenburg wolle freiwillig zurücktreten.